Fließbänder. Hä? Für Fließbänder brauche ich überhaupt keine Nägel. Auch, Okay, verstehe. Warte mal. Okay, 1000 Holzbretter. Lol. Warum schicke ich denn hier Nägel rein? In das Lagerhaus. Das macht überhaupt keinen Sinn. Ich hab totalen Blödsinn gemacht. Aber verratet's keinem. Warte mal, der hat Stoff. Lol. Okay, was brauchen wir hier? Räder. Und Steine. Oh, warte mal, du bringst mir halt die Bretter von mir aus hier wieder hin. Und der ist voll mit Brettern, okay. Du hast nichts zu tun. Ich dachte, das ist ein produzierendes Gebäude, ich Idiot. So, warte mal, aber Dings haben wir überhaupt nicht momentan, ne? Und jetzt haben wir hier 1000 Bretter. Du machst das, du bringst die Teile weg. So, warte mal, du nimmst die Bretter und bringst sie hier hin. Allerdings, der steht jetzt im Weg rum, weil es gar kein Eisen mehr da. Ja, das ist so eine Sache. Ein totaler Klumpatsch, den ich hier gemacht habe. Das ist totaler Klumpatsch. Gott, ey. Ich dachte, das ist ein produzierendes Gebäude. Nee. Kam ich denn auf den Quark? Na, ich muss auch sagen, ich habe das Spiel jetzt schon ein bisschen nie mehr gespielt. Und, ja, da kann das mal vorkommen. Ich wollte mal, du kannst auch mal Bretter von mir sehen bringen. Dass die erstmal weg sind. So, da müssen wir nochmal neu sortieren. Unsere Gedanken sortieren auch. So, ja. Ah! Ach Mann. Ja, Kartoffelsalat mit Ketchup. Ist ja lecker. Ja, nee, der ist quasi von der Gabel gefallen. Ah, hey. Mein Bauch ist eh ein A1, ne? Also. Ich bin am Überlegen, ob ich hier dieses. Nee, warte mal, was? Was war das? Logistik, ne? Ob ich das hier ein bisschen auflöse. Was hast du denn hier? Eier! Und die wirst du nicht los, oder was? Da passen immer noch 10 rein, oder was? Das ist ja doof. Das ist ja mal doof. Na gut, das könnte man. Ja, die Eier werden auch nicht verbraucht irgendwie. Ich glaube, die brauchen mehr Häuser. Hm? Irgendwie habe ich das Gefühl, wir produzieren zu viel, oder? Oh Gott, 9. Okay. Getreide, Mehl, Brot, Sandwich, okay.
Ah, das könnte man nachher natürlich auch noch machen. Das Inventar ist total voll. Sag mal, kann es sein, dass sie irgendwie total das... verkäuflich. Neu! Was ist das denn bitte? Mehl, tralala. Was haben die denn jetzt gemacht? Das bedeutet, wir kriegen gar keine Münzen mehr rein davon? Oder was? Oder wie? Verstehe ich nicht. Also normalerweise ist es ja so, dass die Häuser sich ja selbst bedienen. Ja, okay. Dann gehen wir Eier bringen. Was passiert dann? Ja, hat er Eier. Na ja. Geschwindigkeit 100%. Verkaufen. Also normalerweise sind die relativ schnell weg, also relativ zügig. Okay, jetzt muss ich irgendwie wieder sagen. Mein Prinz. Hallo, Wagen. Bring mal ihm die Eier. Und nehmen wir Inventar. Das ist ein totaler Quark irgendwie. Was ist denn jetzt los? Hä? So. Jetzt haben wir den Wagen wieder. Okay. Du bringst Eier. Nach hierher. Also eigentlich. Also 10 Eier sind da. Die werden aber nicht abverkauft. Was ist das denn jetzt für ein Quatsch? Der Lebensmittelmarkt hat jetzt ein Aha. Maximale Stufe 4. Hä? Oh Gott, die haben irgendein Update gemacht, das so viel Quatsch gemacht hat. Also, was die alte Wirtschaft gar nicht mehr funktioniert irgendwie. Dann zeige ich gerade mal einen Plus von 9. Ich mag ja Bedarfsanalysen und alle. Aber die Häuser zeigen auch gar nicht mehr an, was sie wollen, oder? Der Abverkauf ist viel zu langsam. Kann ich das Gebäude irgendwie upgraden oder so? Inventar, tralala, Mehl. Küche. Fleisch. Ja. Stufe 4.
Jetzt kriegen wir gar nicht mehr die Lebensmittel weg. Ich muss mal hier irgendwie warte mal, wenn ich automatisch mache, jetzt sehen wir hier irgendwie Feinschmecker. Okay, Zuckerkuchen, Apfelkuchen, tralala, null. Aber man verkauft ihn ja so langsam. Irgendwie ist das ganz kurios jetzt geregelt. Ja, so werden wir die Lager aber nie mehr leer kriegen hier. Wir werden schon fast froh sein. Na. Okay, jetzt sind die Bäume nachgewachsen. So, jetzt sind wir noch alles mit Brettern voll und Nägel. Ja, auch Nägel ohne Ende. Warte mal, hier läuft Holz rum. Zum Bretterdings. Oh Gott, man sieht aber echt nichts. So, wollen wir Zahnräder. Man könnte ja eigentlich hingehen. Hier sind auch Zahnräder hier herumholen. Oder wegholen. Warte mal, ich baue jetzt mal ein produzierendes Gebäude hin, eine Werkstatt. So in die Ecke. Okay, dann mache ich erstmal den Wagen hier kurz weg, damit wir die Werkstatt auch bauen können. So eine Werkstatt, so hier hin. Und, wo eigentlich das ist so unsinnig? Nee, ist eigentlich auch nicht. So, dann könnten wir hier Holz rausholen. Quasi. Und dann könnten wir theoretisch, warte mal, ich mache mal Pause. Sonst holt er nämlich gleich hier sonst hier draus, oder ich mache mal so. Und dann machen wir hier einen Greifer. Logistischerweise oder ein Sortierer. Ist jetzt eigentlich relativ wumms. Und der nimmt Holzbretter. Dass er hier Holzbretter rausschiebt. Gott, finde ich die denn nochmal? Da, Holz. Materialien. Materialien.
So, und der macht aus Holz jetzt Holzräder. So. Das ist jetzt erstmal so sein erstes Vorgehen. Und der hat der hat Holz. Und greift der Greifer jetzt kein Holz von. So, warte mal. Wenn ich ihn drehe. Sieht er jetzt Holz? Hä? Ja. Kommt ja mal mehr Holz. Und Holz. Und Holz. Holz. Weiß nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob der jetzt eingestellt ist irgendwie. Doch Holzbretter macht er nach dahin und da ist ja mehr als genügend. Warte mal, wenn ich da ausmache, vielleicht kommen dann hier mal Holzbretter raus. Irgendwie Material. Bretter. Also Material. Ist das irgendwie falsch? Halt dem irgendwie was. Hier Bretter. So, jetzt soll er aber Bretter kriegen. Jetzt kriegt er Bretter. Ah, wunderbar. Jetzt kriegt er Bretter. Das ist so schön. Da hinten Mannequin rum. Kann das sein? Achso, der hackt hier irgendwelche Bäume immer noch. Okay. Ja, ich glaube, den brauchen wir nicht mehr. Weil der Baum, der gestört hat, ist jetzt weg. So, und der macht jetzt Räder. Und jetzt könnte man theoretisch... der ist jetzt voll mit Mist. In dem Sinne. Mit Nägeln und allem. Räder und Steine brauchen wir noch, ne? Räder hat er eigentlich erstmal. Du machst jetzt fast gar nichts gerade, ne? Jetzt könntest du hier Räder holen. Und die hier hinbringen. So. So, jetzt haben wir Räderdings das. Und... Ja, hier das Holz ist auch Quatsch, ne? Also, das Holz, ja, warte mal, du könntest eigentlich, ja, jetzt hat er nur so viele Räder übrig, ne? Das Rad hier abladen geht nicht, weil Baum, und hier abladen ist wahrscheinlich auch nicht, weil das ist voll mit Rädern. Ja, dementsprechend, warte mal, wenn ich den Karren jetzt wegschmeiße und bauen 9, recyceln wir mal das Ding. Wagen hier so. Wir brauchen Steine eigentlich, ne? Steine hatten wir wo? Hier im Silo. Mal Steine nach hier hin. Hier holt Stoff von irgendwo her. Wie mal erstmal in Ruhe lassen. So, der holt jetzt von hier Steine, da sind 3 Steine drin. Das ist ja der Oberwahnsinn. Das ist ja der absolute Oberwahnsinn. Da sind 3 Steine drin. Wo kamen denn die Steine her? Von hier oder was? Nö. Von hier kommen keine Steine. Irgendwas läuft nach hier lang. Oder hier runter. Das wird auch nicht mehr produziert, oder? Aber zumindest ist ja keinerlei Produktion so in Sicht erstmal. Warte mal, hier ist noch Leder ohne Ende. Bald wieder ein Kreislauf läuft und ja, der braucht jetzt eigentlich. Ey Leute, was habe ich mir bei diesem Cut-Kack gedacht? Achso, die werden hier produziert, ne?